Hallo Tom, ich freue mich sehr, dass wir heute ein kurzes Gespräch führen zum Thema jüdische Identität. Das ist eine Serie auf unserem YouTube-Channel, die wir anlässlich 1700 Jahre jüdisches Leben in Deutschland gestartet haben. Du bist in Deutschland geboren, bist zum Judentum konvertiert, bist auch 2004 nach Israel ausgewandert, hast 2013 eine Kochshow in Israel gewonnen. Ich habe gelesen, die Finalausgabe war im Fernsehen die Sendung mit der zweithöchsten Einschaltquote, die es je in Israel gab, mit über 50%. Also daran sieht man auch deine unglaubliche Popularität in Israel. Bei dir ist ja das Besondere, dass du nicht als Jude geboren wurdest. Wie bist du überhaupt zum Judentum gekommen? Also der Weg zum Judentum, der war eigentlich recht, wie soll ich sagen, recht lang. Also man muss sagen, also mein Weg nach Israel hat quasi stattgefunden über einen Schüleraustausch. Und das war ein Schüleraustausch, der zu meiner Schulzeit an meine Schule kam. Also ich bin noch nicht mal hierher gekommen, sondern es war eine Delegation, die zu mir kam an die Schule. Und davon wusste ich noch nicht mal was. Die haben mich morgens nach den Herbstferien überrascht. Die standen halt in der Cafeteria und da war ich ziemlich baff, weil das so andersartige Menschen waren als wir, aber im positiven Sinne. Und ich war da so von beeindruckt, dass das also sehr schnell ging, dass ich mit denen in Kontakt war. Und nach diesen Kontakten, die ja nur vielleicht 10 Tage dauerten, weil die dann zurückfuhren, kam dann ein halbes Jahr später der Gegenbesuch. Das war dann, das war genau der Chol HaMoed Shel Pesach. Da waren wir dann, das war 1990, als ich hierhin zum ersten Mal kam. So kam dann ja meine Begegnung mit Israel zum ersten Mal. Mit Israel bin ich dann auch super zurechtgekommen, habe mich hier wohlgefühlt. Also man könnte sagen, es war eine sort of homecoming. Und von da an häuften sich dann meine privaten Besuche. Der Schüleraustausch war vorbei. Ich kam immer wieder. Habe dann statt meines Wehrdienstes in Deutschland einen Friedensdienst in Israel gemacht mit der Aktion Sühnezeichen 1,5 Jahre. Und dann wurden halt eben meine Begegnungen auch irgendwie länger, meine Einsichten tiefer, meine Begegnungen mit dem Judentum fanden dann auch endlich statt, weil ich ja zwar katholisch war, aber halt sehr säkular und mich auch insofern halt auch eigentlich nicht fürs Judentum interessierte. Aber dann kam auf einmal irgendwie das Judentum zu mir. Also die Begegnungen fanden halt einfach statt. Man kommt da nicht drum rum, weil ja auch irgendwie also auch ein säkularer Jude doch irgendwie viel mehr jüdisch ist als ein säkularer Christ, sage ich jetzt mal. Ja, also es ist irgendwie so, du kannst das bestimmt ganz gut nachvollziehen. Also es findet viel mehr jüdisches Leben statt bei säkularen Juden als bei einem säkularen Christen. Also und das waren meine ersten Begegnungen und die haben mich halt sehr, sehr beeindruckt und ich war da hingezogen. Als ich dann irgendwann tatsächlich nach einer Nahtoderfahrung irgendwie bemerkte, Moment, ich glaube ja an Gott, ich glaube an eine höhere Macht, die unser Leben fügt, war dann der Schritt zum Judentum nur noch sehr kurz. Also dann begriff ich glaube an Gott und naja, wenn ich schon an Gott glaube, dann gehört da eine Religion zu. Und das war dann irgendwie nur noch logisch für mich, dass das Judentum ist und nicht meine eigene Religion, die ich ja nun lang genug kannte, aber mit der keine Beziehung eingegangen war. Und mit dem Judentum wollte ich das, aber es dauerte dann noch weitere 8 Jahre. 8 Jahre war ich schwanger mit dieser Einsicht, bis es dann wirklich stark genug war, dass ich dann auch wirklich dem nachgeben wollte und dafür auch wirklich Kompromisse eingehen wollte, Opfer zu bringen, bereit war. Ja, und dann bin ich nach Israel ausgewandert, um hier zu konvertieren und zu leben. Und ich bin also übers Judentum wirklich also auf diesen Weg hingekommen, habe das Judentum aber dann erst angefangen zu lernen. Als ich mich entschieden habe, ich will Jude sein, habe ich angefangen, das Judentum zu lernen. Also ich kannte das Judentum kaum, also durch nur diese vagen Begegnungen. Das Judentum ist sehr tief und sehr, also vielfältig. Du hast wahrscheinlich auch den Überblick so ein bisschen. Also es ist ja unglaublich, wie viel man lernen muss, um zu verstehen, was ist eigentlich Judentum. Und da habe ich dann meinen Weg angefangen und jetzt, ja, seit 16 Jahren bin ich dabei und habe nicht aufgehört zu lernen. Und es ist auch gut so, weil es gibt immer noch was zu lernen und ja, ich freue mich auf jedes weitere Kapitel, was ich aufschlage und in mein Leben aufnehme. Ja, du hast es angesprochen, eine Konvertierung zum Judentum ist extrem aufwendig. Das Judentum ist ja keine missionarische Religion, sondern diejenigen, die konvertieren, die müssen wirklich einen sehr, sehr harten Weg des Lernens gehen. Und gerade bei den Männern spielt natürlich auch die Beschneidung eine große Rolle. Also es ist wirklich ein großer Weg dahin.
Und genau den anderen Punkt, den du angesprochen hast, das ist so ein bisschen der Punkt, nach dem ich forsche. Du hast gesagt, säkulare Juden sind viel mehr im Judentum verwurzelt als säkulare Christen. Und so geht es mir. Ich werde immer gefragt, ja, warum, was ist an mir eigentlich jüdisch, wenn ich nicht an Gott glaube oder wenn ich nicht religiös lebe? Wie ist es bei dir? Du lebst schon, soweit ich verstanden habe, lebst du ja doch ein recht streng religiöses Leben. Also man kann wohl sagen, dass ich nach orthodoxen Vorschriften lebe. Also das kann man tatsächlich so sagen. Also das ist, dass wir den Schabbat halten und natürlich die Feiertage, wir essen koscher. Meine Kinder sind natürlich, bete ich dreimal am Tag, legt Tefillin an und meistens mache ich das auch im Minyan. Also das ist für mich ziemlich selbstverständlich, welchen Weg wir einschlagen würden bei der Entziehung unserer Kinder. Uns ein bisschen länger gedauert, bis wir uns dafür entschieden haben. Es ist im Endeffekt Talmud Torah geworden. Also unsere Kinder sind tatsächlich auf einer Talmud-Schule. Und das ist also schon ein großer Schritt. Also wir sind sehr religiös. Also ich würde nicht sagen ultra-orthodox, aber gut orthodox noch in die frommere Richtung. Aber spielt für dich auch eine Rolle dieser kulturelle Aspekt des Judentums, kannst du das vielleicht irgendwie greifen? Mir fällt es immer so schwer, das zu beschreiben. Vielleicht ist es für dich einfacher, das zu beschreiben, weil du dich mehr damit beschäftigt hast. Du meinst mit dem das kulturelle Judentum, also das, was also quasi Judentum ausmacht, was nicht fromm ist? Genau, was jemand wie ich bin in Deutschland geboren, meine Eltern kommen aus Ungarn, ich bin überhaupt nicht religiös erzogen worden. Trotzdem spielt natürlich Judentum eine wichtige Rolle in meiner Familie. Und ich frage mich immer, ist es der Holocaust, der mich zum Juden gemacht hat? Weil natürlich das ein wichtiger Aspekt in meiner Familie ist, dass sehr viele Familienmitglieder umgebracht wurden. Würde ich mich auch so jüdisch fühlen, wenn es diese Katastrophe nicht gegeben hätte? Was glaubst du, macht eigentlich diese nicht so religiösen Juden dann doch eben zu Juden? Ja, also es ist irgendwie... Es gibt so ein paar Einsichten, die ich über die Zeit hatte. Zum einen ist es, wie das Judentum angefangen hat. Also da muss man tatsächlich zurückgehen zum Auszug aus Ägypten. Da hatten wir gerade Pessach. Also es ist tatsächlich, dass also die Offenbarung Gottes an das Volk halt wirklich an die Gesamtheit des Volkes war. Also ich meine, am Berg Sinai standen damals also die Gesamtheit der Juden. Und es waren also nach den biblischen Zahlen, also waren es 600.000 Männer über 20. Und man geht aus von mindestens 3 Millionen also Menschen insgesamt, vielleicht sogar 6 Millionen, und das waren dann die Israeliten oder die Juden. Und von da an fing eine Überlieferung statt, die halt vom Vater zum Sohn bei allen gleich stattfand. Das hat man in keiner anderen Religion. Also es ist bei allen dann so gewesen, dass da irgendwo einer mit der Erleuchtung kam, also quasi vielleicht sowas wie dann bei uns halt Moses, ja, aber es war halt keine Offenbarung, keine Kundgebung an alle gleichzeitig, wie das bei den Juden stattgefunden hat. Dieses intensive göttliche Erlebnis des ganzen Volkes hat eigentlich zu einer unglaublichen Tradition geführt, die zu einem unglaublichen Selbstverständnis des Ganzen geführt hat. Und was für mich auch erklärt, warum die Juden halt unter allen Umständen, also wirklich mit, also egal wie schwer es war, an ihrer Identität festgehalten haben und egal wo sie gelebt haben und wie schwer von außen gedrückt wurde und wie schwer es war, das Judentum auszuleben, hat man das beibehalten. Und es ist eigentlich, diese ganze Diaspora ist eigentlich das Zeugnis davon. Also wie kann man 2000 Jahre in der Zerstreuung, in kleinste Einheiten, überall parallel diese Tradition wahren, obwohl das ja gegen alles ist, was im Umfeld passiert. Also es macht das Leben ja nicht leichter, es macht es schwerer. Es ist ja unglaublich schwer, es einfach nur schon zu leben, wenn man noch nicht mal dafür angefeindet wird. Aber man wird ja auch noch dafür angefeindet und verfolgt und gemordet. Also das ist für mich so die Erklärung dahinter. Das ist sicherlich das eine. Und das andere ist, dass es halt wirklich, das ist vielleicht dann heute ein bisschen aktuell, es ist halt auch eine Nationalität. Also man ist halt, eigentlich, du bist deutscher Jude, aber wenn man jetzt irgendwie so von nicht so ganz geografisch guckt, dann gehörst du da der jüdischen Nation an. Und die ist zwar über die Welt noch verstreut, aber es ist eine Nation. Das heißt also, selbst wenn du sagst, ich bin nicht religiös, also fühlst du dich schon dem jüdischen Volk zugehörig. Es ist ja nicht so, dass ein deutscher Katholik sagt, bin nicht mehr Christ, aber der bleibt ja Deutscher. Aber du würdest wahrscheinlich dich vermutlich eher dann noch, wenn du dich entscheiden müsstest, was dich definiert, wahrscheinlich eher als Jude definieren als Deutscher. Weil du könntest eher das Land wechseln als deine jüdische Identität. Und das ist sicherlich das, was
mit vielen Faktoren noch zusätzlich, die ich gar nicht alle nennen kann und vielleicht auch gar nicht alle kenne, dazu führen, dass also dieses jüdische Kulturelle halt unglaublich stark ist und fortlebt und auch halt ohne Frömmigkeit funktioniert. Ja, das ist ein interessanter Aspekt, der gerade in Deutschland natürlich ganz schwierig ist mit diesem, ist Judentum ein Volk? Aber klar, so ist es. Es ist schon so, dass wenn man andere Juden irgendwo auf der Welt trifft, dann hat man gleich eine Verbindung zu denen. Das hat sicherlich auch mit diesem Minderheitencharakter zu tun. Und darauf zieht meine nächste Frage ab. Du bist in Israel, gehörst du jetzt der Mehrheitsgesellschaft an? Wie ist es, wenn du nach Deutschland kommst? Wie erlebst du dich als Jude in Deutschland? Oder hast du überhaupt das Gefühl, dass du als Jude in Deutschland wahrgenommen wirst? Oder sieht man dich dann irgendwie der Mehrheitsgesellschaft angehörig? Ja, nun ist es ja so, ich bin als deutscher Christ quasi aus Deutschland weggegangen, bin dann irgendwann also privat als Jude wiedergekommen im Familienkreis und in meinem Freundeskreis. Und dann kam halt irgendwann die große Bekanntheit dazu. Aber auf einmal war ich halt Tom Franz, der Masterchef gewonnen hat, und alle wussten auch, dass ich konvertiert war. Das heißt, ich kam auf einem Level als Jude zurück, wo man eigentlich natürlich privat eigentlich gar nicht diese Reichweite erzielt mit dem, was man getan hat. Also insofern trug ich das vor mir her. Also egal, wo ich hinkam, war den Leuten klar, was ich gemacht hatte. Das sind zwei Aspekte, die sind nicht normal. Also ich bin zum einen, ich lebe nicht in Deutschland als Jude, deswegen kann ich das schlecht beschreiben, wie es wäre, wenn ich jetzt mit meiner Familie da wäre, mit meinen Kindern und dann auch als frommer Jude leben wollte. Ich muss auch ehrlich sagen, habe ich auch gar keine so große Lust drauf heute, also nicht mehr. Also fühlt sich nicht gut an, sich mir das vorzustellen. Und das andere ist halt einfach, dass es halt eine Bekanntheit ist, die sowieso nicht wegzudenken ist. Also insofern habe ich dann auch irgendwann mich entschieden, also ich gehe auch in Deutschland mit Kippa, also weil wenn ich im Fernsehen mit Kippa auftrete und die Leute sowieso wissen, dass ich Jude bin, was macht das dann noch für einen Unterschied? Also insofern ist es nicht so der Normalfall. Also ich fühle mich normal, auch in Deutschland als Jude, weil es einfach so gekommen ist. Aber es sind ganz besondere Umstände, die halt wirklich nur in meinem Leben so passen. Aber wirst du auf der Straße manchmal blöd angesprochen, wenn du eine Kippa trägst? Das ist nämlich auch eine Diskussion innerhalb der jüdischen Gemeinschaft. Ich wurde noch nie in Deutschland angefeindet, weder auf der Straße noch das Orchester wird großartig angefeindet, aber ich glaube, es ist schon auch eine spezielle Situation. Ich höre was anderes von denen, die tatsächlich mit Kippa auf die Straße gehen. Also ich bin persönlich noch nicht angefeindet worden, aber wie gesagt, ich lebe halt kein normales Alltagsleben da. Ich bin in wechselnden Städten, bin fast mehr in Hotels in Deutschland, als dass ich irgendwo halt, und wenn ich schon irgendwo bin, dann ist es bei meinem Vater in meinem Heimatort, da bin ich auch noch nie angefeindet worden. Also im Gegenteil, ich habe viele positive Erfahrungen gemacht, also weil sich Leute halt einfach für meinen Weg interessieren. Aber auch wieder das ist keine normale Erfahrung, sondern es ist halt eine, die auf der Berühmtheit schon basiert. Also insofern ist es schwierig zu beantworten, wie das für andere sein muss. Meine Abschlussfrage werde ich ganz oft gefragt und mich nervt diese Frage und jetzt gebe ich sie an andere Juden weiter. Wie ich gefragt werde, wer mein Lieblingskomponist ist und was meine Lieblingsmusik ist, werde ich ganz oft gefragt, was ist das, was ich am Judentum besonders mag? Ich finde es ganz schwer zu beantworten und hoffe jetzt möglichst viele interessante Aspekte zu sammeln, die ich vielleicht für mich dann übernehmen kann. Was magst du am Judentum besonders? Also ich mag vor allem, ich mag die Feiertage, ich mag den Schabbat. Denn ja, im Endeffekt, das kann man ja auch mal, wie soll ich mal sagen, überreligiös sehen. Also diesen Feiert, denn dass ein Tag die Woche frei ist, das hat ja dann, selbst wenn man nicht glaubt, haben die Juden ja der Welt gestiftet. Also ich meine, da haben wir alle irgendwie angenommen, dass man einen Tag die Woche irgendwie frei haben muss. Denn die Woche ist ja kein Zeitkreislauf, der in der Natur stattfindet, wie der Monat oder das Jahr oder der Tag. Und die Woche ist also ein Rhythmus, den man wirklich als göttlich bezeichnen kann und den finden alle super. Und ich muss sagen, der Schabbat, der Ruhetag, also das ist eine große Errungenschaft, die ich sehr genieße. Ich hatte früher den Sonntag, aber es ist nicht vergleichbar mit dem Schabbat. Das ist sicherlich das eine. Ich liebe tatsächlich wirklich das ganze große Werk, was mit der Tora und dem Talmud zu tun hat. Also das alles, diese Schriften. Und insbesondere bin ich also sehr, sehr angetan von allem, was mit
der Weisheit, den Weisheiten über Beziehung und über Erziehung zu tun haben. Also nachdem ich damit jetzt schon auch ziemlich lange lebe und immer weiter lerne, hat sich mir da eine neue Logik drin erschlossen, aber die war mir völlig fremd. Das ist so viel, was eigentlich gegen den, wie soll ich sagen, die natürliche Logik läuft. Und es ist also ein bisschen, läuft umgekehrt gegen das, was ich früher halt gedacht hätte. Das ist logisch, so müssen die Dinge sein. Und ich bin also davon unglaublich beeindruckt und beeinflusst. Das sind Dinge, die mir sehr, sehr wichtig sind auf dem Weg. Könnte ich jetzt noch sagen, das jüdische Essen ist eine tolle Sache. Zu jedem Feiertag gibt es was Besonderes und es gibt tolle Traditionen. Ich bin da natürlich auch relativ offen, kann von überall mir Anleihen nehmen, da ich keine jüdische Großmutter habe oder jüdische Mutter, die vielleicht pikiert wäre, wenn ich woanders anleihen würde. Aber ich kann ja überall fischen gehen in allen Traditionen innerhalb des Judentums, ob ich jetzt marokkanisch oder polnisch das traditionelle Essen mache. Also es gibt viele Sachen, aus denen ich schöpfe und die mir unglaublich viel bedeuten heute. Was das eins wirklich, was am wertvollsten ist, ist schwer zu sagen, aber ich glaube, dass Beit Yehudi mit Shabbat, mit Taharat HaMishpacha und allem, was dazugehört, ich denke, das ist so die Spitze dessen, was man als Jude erleben kann und wo auch dann auch wirklich Gott im Alltag stattfindet. Ja, Tom, vielen, vielen Dank für das Gespräch. Ich denke, wir haben alle wieder neue Inspiration gewonnen, was Judentum sein kann und was jüdische Identität in seiner Vielfalt sein kann. Vielen, vielen Dank dir. Danke, Daniel. Alles Gute.